Das griechische Wort Techne können wir mit Kunst übersetzen und auch mit manch anderen Hilfsstützen versuchen, ins Deutsche zu bringen. Es ist letztlich nicht übersetzbar, so ähnlich wie das lateinische Wort Ars. Es sind beide Wörter, sowohl Techne wie Ars, enthalten einerseits das Können, also das Wissen, wie man etwas macht, ob es nun ein Schuh ist oder ein Tisch oder eben eine Plastik. Sie enthalten aber auch ein Mehr, nicht nur dieses konkrete handwerkliche Wissen und die handwerkliche Fertigkeit, sondern auch den kreativen Akt, wenn man so will, die Inspiration. Es war die Reaktion, die man heute als Geniezeit bezeichnet. Sturm und Drang ist eine Facette dieser Geniezeit, wo man nun plötzlich das Pendel wieder ganz in die andere Richtung ausschlagen ließ und die starre, bremsende, einschränkende französische Regelpoetik bekämpfte. Lessing war einer davon, einer der Theoretiker, nicht der einzige. Und nun, das Geniöse, das Genie, das scheinbar Regellose in die Höhe hob. Im späten 18. Jahrhundert, da haben sich die Wege getrennt. Und da haben sich auch die Wege getrennt zwischen Wissenschaft und Kunst. Das vorher viel enger zusammengesehen wurde, viel organischer miteinander zusammenhing. Ich weiß, das ist provokant, wenn ich das sage, aber ich weiß es, die können nicht einmal ein Männchen malen und verkaufen aber ihre Kunstwerke am teuersten Preis in der ganzen Welt. Das ist möglich, weil inzwischen das Geniöse, der Enthusiasmus dominiert und die Techne und die Ars in den Hintergrund getreten ist. Nicht bei allen, bei weitem nicht, Gott sei Dank. Wahre Werte und wahre Kunst wird immer noch als solche erkannt und ist erkennbar. Die Poetik des Aristoteles, die hat eine wunderbare Stelle, die ich oft zitiere, wenn ich Kunst und Wissenschaft wieder näher zusammenbringen möchte. Und Aristoteles vergleicht hier den Wert von Geschichtsschreibung und Tragödie. Und er sagt Folgendes, das kann man auf Kunst und Wissenschaft insgesamt ausdehnen. Er sagt Folgendes, er sagt, was ist der Unterschied? Er sagt, die Geschichtswissenschaft beschreibt das, was gewesen ist. Und die Tragödie beschreibt das, was sein könnte. Das heißt, Geschichtswissenschaft, Wissenschaft beschreibt Faktizität, Tragödie, Kunst beschreibt Potentialität. Sie sind beileibe nicht so weit auseinander. Wir tun das zum Beispiel ganz konkret, indem wir ein Programm haben für Entwicklung und Erforschung der Künste. PEK heißt das, dass wir jährlich mit 2 Millionen dotieren und wo wir genau diese Schnittstelle auch bedienen. Und es gibt viele, viele andere gute Gründe, die beiden Dinge wieder enger zusammenzusehen. Einer davon ist das UG 2002, wo die Kunstuniversitäten den Wissenschaftsuniversitäten vollkommen gleichgestellt wurden.